herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute steht mein erster Leg Day, nachdem ich Corona hatte, an und ich werde euch da mal mitnehmen und berichten, wie es mir so geht. Ihr wisst vielleicht, für mich ist Beintraining immer mit Abstand am anstrengendsten, deswegen bin ich gespannt, wie meine Luft so mitmacht. Ich versuche euch das ganze Training abzufilmen. Und ich habe noch einen ganz besonderen Gast, und zwar ist die Toni aus Amerika momentan da. Und sie stand auch schon auf der Bühne und es ist für mich so cool, einfach mit ihr zusammen heute Beine trainieren zu können. Sie hat gerade schon geschrieben, dass sie meinen Plan auch mitmacht, weil ich ja in der Wettkampfvorbereitung nach Plan trainiere. Und ich freue mich, Leute. Ich bin so glücklich allgemein, dass ich wieder trainieren kann. Also viel Spaß! Der Trick ist, Leute, dass die Konsistenz so cremig werden muss. Und dann ist der Porridge einfach so geil. Das ist allgemein meine Lieblingsmahlzeit am Tag. Und ich esse es auch vor dem Training. Viele sagen ja, sie können nicht so Mächtiges essen. Ich meine, so 70 Gramm Haferflocken sind ja schon ein bisschen was. Aber für mich geht das irgendwie voll gut. Also mir gibt es auch nochmal Energie, habe ich das Gefühl. Und ich blende euch jetzt gerade nochmal hier mein Posing und mein Formcheck von heute ein. Auch zum Thema Muskulatur verlieren während Corona. Ich habe eine Körpermessung gemacht, direkt nachdem ich wieder genesen war. Und ich habe halt krass an Wasser verloren. Also ich habe 1 Liter Wasser verloren. Und das ist, was der Muskel ja speichert. Und weil der Muskel nicht mehr beansprucht wurde, ist das halt raus. Und meine Muskulatur ist auch weniger geworden. Aber meine Trainerin sagt halt, ich soll mir keinen Kopf machen, dass das auch alles so wieder zurückkommt. Wir haben halt auch die Maße genommen. Das hat mir dann auch so erstmal so ein bisschen Angst gemacht, weil ich zum Beispiel am Umfang, am Po und an den Beinen 1 bis 2 Zentimeter schmaler geworden bin in der Zeit, wo ich Corona hatte. Also das ist halt schon krass. Und jetzt muss ich halt wieder ordentlich trainieren. Ich habe jetzt genau noch 6 Wochen bis zu meinem ersten Wettkampf. Und ich bin froh, dass ich jetzt Corona hatte und nicht irgendwie 3 Wochen vorher oder so. Also es hätte auch noch schlimmer kommen können. Ich habe jetzt noch was Zeit, wieder richtig hart zu trainieren, wieder richtig reinzukommen und bin sehr zuversichtlich, dass ich das alles richtig gut schaffe. Kann mir mal einer sagen, was mit diesem Wetter los ist? Gestern hatten wir fast 20 Grad und heute haben wir 5 Grad. Und ich sterbe gerade, weil es echt kalt ist in der Diät. Ja, Körperfettanteil sinkt weiterhin. Und ich wollte noch erzählen, ich hatte jetzt übrigens 11 Tage komplett Trainingspause gemacht. Und habe dann erstmal mit so einem Ganzkörpertraining angefangen, wo ich nicht so viel Gewicht habe und eher halt ja so auf mein Muskelgefühl und auf meinen Körper gehört habe und geschaut habe, was so geht. Und bin jetzt halt seit dieser Woche wieder im ganz normalen Trainingsrhythmus, also wieder ganz normal nach Trainingsplan unterwegs. Und meine Kraft ist eigentlich ganz gut. Was ich merke, ist zum Beispiel, wenn ich bergauf gehe oder so Treppen steige und so, dann merke ich, dass ich schneller aus der Puste bin. Aber beim Training geht's tatsächlich. Ich hab's geschafft, ey. Ich bin im Parkhaus angekommen. Leute, ich habe gerade einfach eine halbe Stunde für einen Weg gebraucht, der eigentlich 10 Minuten dauert, weil ein Unfall war. Aber jetzt geht's ins Training. Angekommen im Fitnessstudio waren Toni und ihr Mann schon da. Die beiden sind einfach total süß zusammen und wir hatten auf jeden Fall viel Spaß auch beim Training. Los ging's dann mit der ersten Bauchübung. Ich habe ja immer zuerst eine Bauchübung im Trainingsplan und hier haben wir einmal Plank gehalten, also auf der Seite und ganz normal von vorne. Und dann kommt auch schon die erste Beinübung. Das ist hier jetzt der Beinbeuger. Den gibt's auch im Liegen. Ich habe diesmal die sitzende Variation drin und mache das alles ganz schön langsam und geführt. Als nächstes stand die Beinpresse horizontal an. Hier habe ich eine breite Fußposition gewählt und lasse die Füße so leicht nach außen zeigen dabei und konzentriere mich auf die Stelle im Oberschenkel, die ich spüren möchte. Versucht wirklich in dem Moment, in dem ihr die Übung ausübt, an den Muskel zu denken, den ihr spüren wollt. Das hat mir auf jeden Fall geholfen.
Toni hat mir eine neue Ausführung vom Kreuzheben gezeigt, indem man mehr aus den Fersen nach oben drückt und sich solche Hanteln unter die Füße legt. Dann geht das noch mehr auf den Po und auf den hinteren Oberschenkel. Also ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Hier seht ihr mich jetzt einmal mit der Kreuzheben-Variation. Ich achte auch immer darauf, an dem höchsten Punkt meinen Po richtig gut anzuspannen. Und ich sage euch, Leute, ich habe so Muskelkater davon bekommen. Ich hatte unteren Rücken, Po und hinteren Oberschenkel richtig Muskelkater am nächsten Tag. Hier mache ich jetzt gerade den Beinstrecker. Ja, ich habe den Beinstrecker einbeinig im Trainingsplan. 3x15 Wiederholungen jede Seite und auch den normalen Beinstrecker mit beiden Beinen. Das brennt immer ordentlich. Genauso wie die Beinpresse, die jetzt diesmal nicht horizontal ist, sondern im Liegen, sag ich mal. Hier habe ich eine normale Fußposition und merke die tatsächlich auch noch mehr Richtung Po als die horizontale Beinpresse. Nochmal eine schöne Übung für den Po, die Kettlebell Swings. Habe ich früher immer falsch ausgeführt, mittlerweile schaffe ich es auch, die gut im Po zu spüren. Und zum Schluss, ich sag euch, ich bin kaputt gegangen. Ich kann jetzt ja gar nicht gut so Sachen mit Springen. Machen mich ja immer total fertig, auch so Burpees oder sowas. Aber ich habe natürlich durchgezogen und bin noch 15 Mal, 3 Mal auf den Kasten gesprungen. Wie kann sie da oben drauf springen? Und ich nehme einfach diesen kleinen Hocker und bin schon so tot. Richtig stark. Jo, wir sind jetzt gerade fertig geworden, Leute. Ich bin fertig. Ich hoffe, Beine und Po kommen wieder. Gerade nach Hause gekommen, Leute. Ich bin so hungrig. Ich bin sehr froh, dass ich meinen Reis mit Hähnchen und Gemüse immer vorgekocht habe. Und das mache ich mir jetzt warm. So, nachdem ich jetzt gegessen habe, habe ich auch die Kraft, euch noch ein Feedback zu geben zu meinem Training heute mit der Toni. Und erstmal muss ich sagen, ich habe den größten Respekt vor ihr. Sie hat heute meinen Trainingsplan in der Wettkampfvorbereitung komplett durchgezogen und war mega stark. Und das, wo sie vor einem halben Jahr Mama geworden ist. Also ich finde, sie ist so ein tolles Beispiel dafür, wie man ja nach der Schwangerschaft, also so kurz danach, ein halbes Jahr später, auch wieder einfach mega gut aussehen kann. Und ja, fand ich einfach richtig, richtig toll und inspirierend. Und was sie mir auch nochmal als Tipp gegeben hat, war halt wirklich die Übungen auch langsam auszuführen und sehr aufs Muskelgefühl zu achten. Ich meine vor allem halt kurz vorm Wettkampf, ich bin jetzt 6 weeks out, sollte man sich halt auch nicht mehr verletzen und dann eher darauf achten, dass man ein gutes Muskelgefühl hat, als dass man jetzt irgendwie ultra viel Gewicht nimmt oder so. Dementsprechend war ich sehr dankbar für die Tipps und konnte auch wieder heute was lernen. Und wir werden auch die Tage irgendwann nochmal trainieren gehen, weil sie ist jetzt noch ein bisschen länger in Deutschland. Dann machen wir vielleicht noch einen anderen Trainingsplan mal zusammen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das gefallen hat, dass ich euch dann wieder mitnehme. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr mich supportet. Und ich sage bis bald, eure Lia.